Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Im letzten Part sind wir nach Marksburg gereist und haben uns dort auch gründlich umgesehen, haben Leia kennengelernt oder wiedergefunden, wenn man den ersten Teil kennt, und auch herausgefunden, dass die Fragerei nach Julius nicht wirklich der beste Anhaltspunkt für uns ist. Allerdings wollten wir zusammen nach Duval, um dort vielleicht doch noch eine schöne Spur zu finden. Und ja, da ich mir dachte, hey, okay, laufen wir da gemeinsam hin, habe ich irgendwie außer Acht gelassen, dass man einfach in Alva reinrennt. Dementsprechend Tutorial Time. Schauen wir doch mal. Alright, take up your sledgehammer. Also ich kann mir auch genau denken, worum es geht. Halte L1 gedrückt und drücke R1, um zu deinem Vorschlaghammer zu wechseln. Normalerweise hat ja wirklich jeder Charakter eine Waffe. Klar, man kann nach und nach immer stärkere Waffen kaufen, ganz klar. Aber Luga hat seine beiden Schwerter, Jude kämpft mit seinen Fäusten und jeder Charakter ist eben auf eine Waffe spezialisiert gewesen. So war es zumindest immer. Bei Luga haben sie das allerdings so ein bisschen abgeändert, was ich unglaublich cool finde. Der kann nämlich zwischen verschiedenen Waffen wechseln. Ich muss dazu sagen, ich kann mit den Schwertern am besten spielen. Also alles andere, da tue ich mich ein bisschen schwer, gerade mit dem Hammer. Aber ich finde das vom Prinzip her unglaublich cool gemacht, dass man tatsächlich einen Protagonisten hat, bei dem man, wie gesagt, die Waffe austauschen kann. Warum auch nicht? Geht auch, wie gesagt, ganz easy peasy. Nur wie gesagt, der Hammer ist ziemlich schwerfällig und klobig. Deswegen finde ich die Schwerter auf jeden Fall ein bisschen stylischer. Aber wie man sich denken kann, hat es teilweise auch wirklich Vorteile, dadurch zu wechseln. Genau, das haben wir ja gerade auch gezeigt. Vorschlaghämmer haben eine unheimlich große Reichweite und sind sehr effektiv, wenn du umzingelt bist. Sie können auch die gegnerische Abwehr oder Standhaftigkeit zerschlagen. You better nail this, because it's hammering time. Oh nein! Hat er nicht gerade wirklich gesagt? It's hammering time. Aber ja, dann schauen wir doch mal. Kann man das hier eigentlich jetzt schon sehen? Genau. Es ist ein kleiner Spoiler, wie viele Waffen Luga letztendlich benutzen kann. Man sieht aber dort hinten, er hat eine Schwäche gegen den Hammer. Er hat keine Schwäche oder Resistenz gegen das Schwert, das ist davor. Und dahinter ist auch noch irgendeine Waffe, die wir mit Sicherheit auch noch irgendwann bekommen werden. Kommen wir vielleicht sogar bei Helioborg, dass wir hier den Hammer bekommen und bei Helioborg die andere Waffe? Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Also weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, aber wäre ja eigentlich logisch, oder? Wenn man die Schwerter von vorne rein hat. Ui, das ist cool gewesen. Und dann da die eine und da die andere Waffe bekommt, aber das weiß ich gerade gar nicht mehr. Werden wir ja feststellen. Aber, joa, finde ich auf jeden Fall vom Prinzip her ganz cool, dass wir da durchwechseln können. Ich finde halt, wie gesagt, den Hammer nur ziemlich schwergängig. Da finde ich die Schwerter auf jeden Fall ein bisschen schöner eigentlich, weil die einfach auch vom Stil her so ein bisschen flotter sind. Das finde ich... Achso, das ist dieser Angriff nach unten. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber wie gesagt, das kann auf jeden Fall Vorteile mit sich bringen, da so ein bisschen durchzuwechseln, je nachdem, welchen Gegner man natürlich vor sich hat. Und das geht ja, wie gesagt, auch extrem fix. Ich vergesse aber, dass dieser Angriff ein bisschen länger dauert. Ich probiere gerade einfach alles so ein bisschen aus. Aber, ja. Ob Alva jetzt aufgestiegen ist oder abgestiegen ist im Vergleich zum ersten Teil, weiß ich nicht. Spirius ist natürlich schon ein guter Arbeitgeber. Aber auf der anderen Seite, Tutorial Guy ist natürlich immer... You're so beefy, Luger. I could sure go for some beef right now. Ach ja, also wie gesagt, Tutorial Guy ist immer so vielleicht ein bisschen undankbar, weil du dich verprügeln lassen darfst. Aber ansonsten, wenn man den ersten Teil nicht kennt, ist Alva, glaube ich, gar nicht so lächerlich. Wenn man ihn kennt, ist er lächerlich wie eh und je. So, you do know which end is which. But I'm warning you. Don't go swinging that thing around town. Some people have no consideration, I swear. So Ivor's working here in Olympias. What are you gonna do about the cat? Oh, come on. We have more important things to worry about, don't we? Now, off to Duval. Wie er da im Hintergrund noch durchhumpelt. We've really developed a knack for these jobs. Maybe we're more cut out for this stuff than we think. So how about that linked arm we dig back there, huh? It's like our hearts were beating in perfect harmony. Whoa, that's kind of beautiful when you think about it. Great work out there. Today was another tough one, huh? You know, there's nothing I love more than a hard worker. So here, I got this for you.
Es geht los. It sure is a relief to have you around at times like this. This would be a lot harder without your support. So here, it's my way of saying thanks for, you know, oh, just take it already. When you're around, I have to admit, it puts me so at ease I could just doze right off. But I gotta stay up late working on my article. Luger! Bam! Got you something! It's a surprise gift! Were you surprised? We've been through an awful lot lately, and I don't know that I could still smile like this if it weren't for you. Oh man, that sounded pretty heavy. Let me dial it down a notch and just say thanks a bunch. Ja, Leia, wir haben schon so viel miteinander erlebt, das gebe ich zu. Diese 5 Minuten da am Hafen waren schon sehr tiefgründig. Dementsprechend, ne? Schon auf jeden Fall eine Grundlage, sowas zu sagen, auch wenn du Jude damit vielleicht ein bisschen eifersüchtig machst, aber nun gut. Ach ja, ich wusste, es wird passieren. Ich wusste es. Aber nun gut, dann lass mich mal kurz alles kontrollieren. Ich glaube, die Katze war auch wieder da. Das ist immer noch nicht das, was ich haben wollte. Nochmal. I hope you find something good. So. Dann haben wir jetzt auch Leia mit dabei. Hat auch Level 8. Ich denke mal, das passt sich auch so ein bisschen an unser Level an. Und wie gesagt, ich mag sie sehr gerne auf jeden Fall. Und der Grund, warum ich sie auch gerne direkt im Team haben wollte, ist der, dass sie heilen kann. Kann Jude zwar auch, aber Jude macht das so ein bisschen nebenbei, sag ich mal. Leia macht es halt wirklich, ja, ein bisschen hauptsächlicher, sag ich mal. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz. Ah, jawohl, da wollte ich gleich auch noch mal gucken. Genau, sie hat Erste Hilfe. Also klar, Jude kann auch heilen. Das ist für den Anfang ganz nett. Aber Leia ist halt eher so eine der Hauptheilerinnen, die man haben kann. Also bei mir ist es dann meistens echt so, wenn ich Leia mit dabei habe und ich habe immer einen Heiler dabei, dann heilt sie auch permanent. Und gerade wenn ich auf gemäßigt spiele, wird sie da einiges zu tun haben. Falls ihr euch meinen Silvester-Trailer, den letzten, angesehen habt, mit dem schönen Xillia 2-Skit, da hat sie ja auch gesagt, dass sie sehr viel zu tun haben wird mit dem Heilen. Und ja, das wird auf jeden Fall so sein. Weil sie, wie gesagt, eher Hauptheilerin ist als Jude. Das ist schön, aber das musst du nicht zwingend machen. Reicht, wenn du deine TP so ein bisschen fürs Heilen aufsparst. Ah, bedeutet aber auch, dass ich... Ach so, stimmt, ich habe ja für den Hammer andere Arts. Moment, L2 da. Dass ich hier gerne die Erste Hilfe drauf hätte. Und da Judy aktuell auch noch mit dabei. Wobei, nee, Judy hat noch gar nicht gelernt. Stimmt, den Erholungskreis oder wie es hieß. Für Statusveränderungen hast du noch gar nicht. Na gut. Ansonsten hast du Donnergroll noch gelernt, sehe ich gerade. Hm, wenn ich mal kurz schaue. Schneller Schlag. Zeitdingsterbumster. Und damit dem Hammer. Heißt. Oben und rechts und links. Packen wir hier mal noch das Donnergrollen mit hin. Er sticht einen Gegner von oben. Okay, dass wir das auf jeden Fall auch mal ausprobieren können. Und dann haben wir hier den vernichtenden Schlag. Machtvoller Schwung. Da können wir aber auch den Schwalbenflug. Ein Kriegsart, das du von Leia gelernt hast. Ist es, habe ich das quasi durch die Supports gerade bekommen? Ist das Ding irgendwie... Moment... Nee, das wollte ich gar nicht. Da wollte ich drücken. Gut, es hat halt halbwegs hohe TP-Kosten, ne? Wartet mal, das packe ich mal lieber nach unten. Und hier packe ich lieber auch den vernichtenden Schlag mit hin. Dann mache ich den quasi, wenn ich nach rechts und links drücke und auch normal. So, und was war jetzt das hier? Das war auch quasi was zum Heilen, aber ganz ehrlich... Bei Lugas eigentlich recht schnellem Spielstil finde ich das eigentlich ein bisschen anstrengend. Deswegen, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Zack, zack. Gut, und alle anderen werde ich ja sowieso später erstmal wirklich zeigen, wenn wir auch ausgiebig erkunden können, ein paar mehr Arts haben. Deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf Luga. Wie sieht es bei der Ausrüstung von Leia aus? Du hast den Viertelstab, du hast einen Eisenreif, Lederschutz. Ja, du hast zumindest ein bisschen was, um nicht direkt drauf zu gehen. So, dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Das heißt, du kannst das Leuchten eigentlich erstmal behalten, denke ich. Alternativ. Ah,
Hier kann ich jetzt sogar, wir haben ja gesehen, bei Tröpfchen waren wir eigentlich fast fertig, abgesehen vom verborgenen Ziel. Jetzt haben wir tatsächlich eine Art, was wir aufwerten können. Deswegen würde sich Tröpfchen auch wieder lohnen. Oh ja. Da lernt man schon viel. Aber erstmal darfst du hier auf jeden Fall weitermachen. Dann du kannst hier auch erstmal weitermachen. Und du prinzipiell auch. Also ihr habt da ja auf jeden Fall alle, glaube ich, noch genug, was ihr lernen könnt. Okay. Das hat jetzt alles ein bisschen gedauert, das durchzugucken. Aber... I heard back from my informant. She said she's waiting at Duval Station. Da wollte ich auch hin. Man sollte sich auf jeden Fall zwischendurch mal Zeit nehmen. Katzenkurier und Ausrüstung checken und Arzt und Aliumkugeln. Werde ich in Zukunft mit Sicherheit oft auch offscreen einfach machen, weil, ne, wenn man es einmal gesehen hat, so spannend ist es natürlich auch nicht und so viel verpasst man auch nicht. Aber wenn es sich gerade so ergibt, mache ich das auch gerne mal im Part. Leia, die Reporterin! Exclusive Exposé! The terrible untold truth behind Terra's train tragedy! Investigative journalist Leia Rolando unravels the shocking mystery. Leia, what are you writing? Just jotting down some notes for an article. An article? You're like a reporter! Hey, there's no like about it. But those aren't articles, they're just dramatic headlines. You can't write a story to match a predetermined conclusion. Hey, professional journalists don't accept unsolicited advice from amateurs, mister. So as a professional, are you hitting your deadlines? You can't just copy off my homework the morning before class like you used to. Zip it, Jude. Why do you hate the free press so much? What does any of this have to do with the free press? I'm talking about professional responsibility here. What's with Jude and Leia? They're like... Jude und Leia sind wie ein altes Ehepaar, Mutter und Tochter. Nee, die sind wirklich wie so ein altes Ehepaar, weil sie sich schon so lange kennen. Und ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass das vielleicht sogar Pluspunkte gibt bei irgendwem. A married couple. Married? Whatever could you be talking about? Seriously now, do we really look like that? Wow, Leia's strong. Oh, sorry. It wasn't on purpose. In Leia's case, the staff is mightier than the pen. Also, dass sich Leia darüber freut, war mir klar. Weil man merkt, glaube ich, schon, dass sie viel für Jude übrig hat. Aber Jude ist einfach so zu trottelig, um das zu merken. Und wie gesagt, ich würde Jude auch mit jemand anderem zusammenpacken. Aber Jude und Leia sind auch ganz süß zusammen. Apropos, was ich gerade ganz vergessen hatte. Leia hat auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum. Dementsprechend können wir da auf jeden Fall dran arbeiten. Und ihr seht, ich habe das ganze Spiel regulär durchgespielt. Ich habe die Entscheidungen genommen, die mir besser gefallen haben. Ich habe jetzt nicht irgendwie mit Gewalt versucht, Pluspunkte zu farmen. Bin auch recht weit mit Leia gekommen, allerdings nicht auf Maximum. Deswegen ist es natürlich im New Game Plus super praktisch, das zu übernehmen, wenn man dann eben so ein paar tolle Dinge freischaltet. Da müssen wir jetzt einfach durch, dass sie uns dann so ein bisschen voll labern. Ist ein bisschen unglücklich, aber meine Güte, gibt Schlimmeres. Dann zurück nach Duval. War sogar eine andere Perspektive mal. Da ist unsere Reporterin. Perfekt. Dann können wir auch direkt mit dir reden. Warum nicht? I figured you were a no-show. Sorry, I'm late. So, this is your informant? Yep, Jude, meet Jolene. Call me whatever you want, cutie. Anyway, you know why we're here. The train hijacking, right? Maybe I know something, maybe I don't. I'm guessing it depends on whether we have money or info to trade, right? Hey. So that's the real story. It's true. I saw it all too. Good stuff. Guess it's my turn to share. Word on the street is Brot's been funneling a certain something-something to Exodus. Brot? That's the name of the government around these parts, right, Jolene? Supposedly. Meaning? No dice. I like living. What are they sending? Weapons? Nope. Guess again. Spirit fossils and boosters. Say what now? That's right, kids. The next-gen stuff that's supposed to replace current Spyrex technology. Whoa. Stop the press. This guy looks familiar. I suppose he does. This is Jude Mathis, the Spyrite researcher. Mom always wanted me to meet a doctor. You make me feel all chatty.
Jude, you're like a celebrity. Rumor has it there's a demon prowling the alleyways of Duval. He looks just like a regular guy on the outside, but I hear he's hiding some monstrous power. He uses it to stalk his prey. My glasses guy. Word is, even some of Brot's heavies have fallen victim. I just wrote it off as an urban legend, but maybe it's connected to the train hijacking after all. Nee? Keine labert mich voll. Okay, da bin ich mir immer nicht ganz so sicher nach solchen Gesprächen. Aber ja, ich glaube, zwei sehr interessante Anhaltspunkte. Zum einen dieser Dämon ist natürlich sehr verdächtig. Aber wir haben ja auch festgestellt, Exodus, kennt man aus dem ersten Teil zum einen. Aus anderer Sicht weiß man natürlich, dass es die Leute sind, die dieses Friedensabkommen zwischen Risa Maxia und Olympias nicht haben wollen. Und dementsprechend mit Sicherheit mit dieser Zugentführung zusammenhängen. Und wenn da im Namen der Regierung Güter geschmuggelt werden, das ist natürlich auch mehr als verdächtig. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke, da können wir definitiv dran anknüpfen. Der Haftbefehl. Put it out of your mind. Put it out of your mind. Are you having trouble dealing with the train incident? That certainly was scary. No, it's not that. I can't forget those pictures on Luger's wall. They were so horrible. Oh, the wanted posters? I imagine Ivor stuck them up after he snuck in. Wanted posters? Were those supposed to be some twisted version of Luger and Glasses Guy? I'm not sure if that was the intention. Did you see them, Luger? Leider ja. Die Sache ist, es ist, glaube ich, so ein Running Gag in allen Tales-Spielen, dass die Fahndungsplakate immer furchtbar aussehen. Oh, I saw them, all right. Yeah, that's the one. Get that out of here! I'm trying to forget! Odd that they're in the same style as the wanted posters in Risa Maxia. Why don't they just use photos? Luger, take a picture of yourself and bring it to the police. Maybe they'll replace it if you ask. What? Illustrations are supposed to be better at conveying the true essence of the subject. Or so I've heard. So that's the true essence of Luger and Glasses Guy? That's even scarier than their creepy spear forms. Really? Maybe when criminals are confronted with these wanted posters, a lot of them crack and turn themselves in. Das könnte gut sein. Ich werde denen auf jeden Fall kein Foto von mir bringen, weil so mit dem Fahndungsplakat erkennt mich ja sowieso niemand. Dementsprechend, nope. How did you meet this informant person? Well, you know what they say. Swim with sharks, wake up with fleas. Wait, is that how it goes? Leia, please. Na gut, dann wollen wir doch mal. Tatsache ist, dass mit Exodus können wir aktuell nicht nachweisen. Ich meine, wenn die Regierung verstrickt ist da drin, dann wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig, da wirklich Anhaltspunkte zu finden, ganz klar. Aber wir können uns zumindest hier so ein kleines bisschen umschauen. Und gucken, ob wir da vielleicht was finden. Können die Gerüchte stimmen? Geh zur Seitengasse in Duval. Okay. Welche ist die Seitengasse? Wahrscheinlich in die Richtung. Ich würde eigentlich vorher ganz gerne schauen, ob ich noch irgendwas kaufen kann, wenn ich schon dabei bin. So, ich glaube, Luger ist eigentlich... Ich gucke lieber mal hier. Luger ist hier ganz gut ausgerüstet und Leia kann es scheinbar eh nicht auf den Kopf setzen. Ich meine, sie hat ja auch schon eine Mütze auf dem Kopf. Und daher gesehen, das passt. Ansonsten könnte Leia noch den Lamellenschutz bekommen. Ha, er ist aber gar nicht mal so viel stärker. Und hier, ja, nützt uns eigentlich gar nicht so viel. Dann nochmal kurz beim Waffenladen gucken. Da haben wir die Zwillingsschwerter, okay. Und die Handschuhe. Aber für Leia haben wir sogar gar nichts. Okay. Und dann haben wir doch noch irgendwo da hinten, wenn ich nicht dran vorbeirenne, den Zubehörladen. Umhang. Oder die Stiefel natürlich, die ich allem ausgerüstet habe. Ansonsten, wenn ich mal schaue, 304 und 285. Die Stiefel sind halt schon nett, ne? Von daher gesehen kann Leia die gerne auch mal eben haben. Ach ja, ich muss die immer noch mal ausrüsten.
Leia. Kriegst du auch ein paar Schüchen, perfekt. Ich finde das voll schön, wie sie da so rumtänzelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag ihre Mütze sehr gerne. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich mag ihre Kniestrümpfe auch voll gerne. Ja, klingt auch voll komisch, sowas herauszupicken, aber ich weiß nicht, ich finde das ziemlich stylisch auf jeden Fall. Na gut. Da ist das Stadtzentrum und da geht's ja nur wieder raus. Fresh Buttons! Ich weiß, das sagen die nicht, aber irgendwie ist es so in meinem Kopf drin geblieben. Kann ich eigentlich das mit dem Tomatenomelett? Ah, das muss zum Hauptbahnhof von Triglyph. Ah, okay. Wenn ich mal dran denke und in Triglyph bin, dann werde ich das vielleicht mal abgeben. Aber da ich weiß, dass jetzt eine etwas längere Szene kommen wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, würde ich sagen, wir machen hier erstmal Pause. Zumindest hatten wir ein nettes Tutorial, können jetzt die Waffen wechseln und haben Leia, glaube ich, auch ein bisschen besser kennengelernt. Also ich denke, es wird auch oft so sein, dass wir wirklich einen ganzen Part lang nur erkunden, sei es in der Stadt oder außerhalb, wo wir Gegner klatschen. Und es kann auch mal passieren, dass wir wirklich einen ganzen Part lang nur Skizzen oder Gespräche oder sonst was haben. Aber ich finde, das gehört einfach dazu, damit sich das Spiel so ein bisschen langsam aufbaut. Und ich persönlich mag das sehr gerne. Also ich hoffe auf jeden Fall, oh, sehr schön, dass dir das auch Spaß macht. Das wäre sehr schön. Oh, ich habe noch eine Katze gefunden. Das ist nett. Wie kann ich hier eigentlich... Eine Katze fehlt mir hier scheinbar noch und ein Gegenstand. Na gut. Aber das verkürzt nur die Rückkehrzeit. Dann schicken wir dich so nochmal los. Miau! Achso, hier kann ich sogar die Katzen mir angucken. Ach, die sehen ziemlich gleich aus. Die hat so eingeklappte Öhrchen. Oh, die hat eine echt schöne Färbung. Mal gucken, wie viele wir sonst noch so im Laufe des Let's Plays finden können. Aber ich werde auf jeden Fall immer wieder welche losschicken, warum nicht? Alles klar, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute!